Let's play Amnesia The Dark Descent. Descent heißt es, glaube ich. Bei Keinplan Gaming. Ja, wir sind zurück mit einem Horror-Adventure, denn nachdem wir unser SCP-Video hochgeladen hatten... Und alle sich wünschen, dass ich ein Horrorspiel spiele. Dass Anna ein Horrorspiel spielt und ich wieder schlau daneben sitze und Sachen erzähle, dachten wir uns, okay, wir spielen den Klassiker. Sozusagen, Amnesia hat sich ja so als das Horrorspiel in den letzten Ich weiß gar nichts darüber. Ich hab's auch noch nicht gespielt, aber man liest halt viel davon. Und wir starten jetzt hier bei Keinplan Gaming den großen Amnesia-Marathon. Das heißt, ab heute, wenn dieses Video live geht, gibt's jeden Tag mindestens eine Stunde Amnesia bis zum Release von Amnesia 2 im Machine for Pigs am 10. September. Und dann werdet ihr auch dieses Let's Play bei uns sehen, und zwar so früh wie möglich. Also wir werden das wirklich spielen in dem Augenblick, wo es rauskommt. Das heißt, ihr könnt euch hier bei uns jetzt gerade die volle Amnesia-Dröhnung von zwei völlig hilflosen Spielern sozusagen besorgen. Das wird bestimmt gruselig und lustig. Und wir machen das diesmal so, dass Anna komplett das Spiel spielt. Ja, das finde ich toll. Ich sitze nur daneben und erzähle. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt, Anna. Okay. Ja. Boah, das sieht jetzt schon gruselig aus. Also wir wissen auch noch nicht, wie die Steuerung oder so funktioniert. Deswegen müssen wir mal gucken, wie das jetzt so läuft. Ha. Okay. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. Oh, beeil. I live in London at... Mayfair, what have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Das ist schon mal Blut. Ist das Blut? Ja, das tropft. Oh. Hast du... Achso, oh. Okay, Herr Stefan. Okay, ich glaube, jetzt kannst du loslegen. Mit der Maus kannst du dich umgucken. Ja. Ein Memento wurde zum Journal hinzugefügt. Mit M kannst du auf die Memento schneller zugreifen. Sieh sie dir genau an, wenn du nicht weiterkommst. Drück mal J, was kommt dann? J. Und dann Tagebücher wahrscheinlich, Laune. Gucken wir uns alles an. Keine Tagebucheinträge fanden, okay. Okay. Mementos. Folge der Spur der Flüssigkeit und finde ihre Quelle. Ah, oh, also, okay. Also es ist also eine Flüssigkeit, kein Blut. Keine Notizen. Okay. Okay, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich laufe. Mit A, mit D und A und W und S. Okay. Okay. Also, was ist das? Sind das so Rosenblätter wie auf dem Cover, oder? Echt? Oder ist das Blut? Ach so. Ich weiß es nicht. Es könnte auch schlechtes Blut sein. Ah. Es könnten auch Rosenblätter sein. Okay. Dann schauen wir uns mal um, ne? Oh, das kannst du anfassen. Beim Greifen eines Objekts drücke rechte Maus, halte irgendwo und bewege die Maus, um das Objekt zu tun. Anna, man hört nichts, du nuschelst. Was muss ich machen? Du kannst es, glaube ich, gedrückt halten. Und dann... Halt es mal gedrückt. Warte. Die Maustaste. Ich glaube, da ist die rechte Maustaste mit gemeint. Hui, jetzt kann ich das drehen. Nimm das mal an. Ich glaube, wenn du die rechte dann drückst, dann wirfst du es. Du solltest die rechte drücken. Was? Ich hab das doch geworfen. Okay, wir haben 0 von Zunderbüchsen. Okay, keine Ahnung, was Zunderbüchsen ist. Ah, da kann ich Licht machen, Maki. Aber wir haben keine. Jetzt guck dich mal um. Okay. Damit lehnst du dich um die Ecke sozusagen. Hä? Anna, jetzt lauf doch mal, sonst sind die Pfeiltasten. Ja, ich laufe doch. Also, Wasser.
Spiel normalerweise 8 Stunden ungefähr, habe ich irgendwo gelesen. Wahrscheinlich dauert es bei uns 12, wenn wir so weitermachen. Nein, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Kann man in dem Spiel sterben? Ich glaube schon, ja. Es wäre sonst langweilig. Nein. Wir müssen uns aber auch... Es ist auch ein Adventure, ne? Wir müssen also auch forschen. Okay. Was ist denn das? Warum gehe ich runter? Kniebeuge wahrscheinlich. Was geht, Mann? Was geht? Links neben dir ist eine Tür. Du läufst an so vielen Türen vorbei. Ja, ich will doch noch nicht weitergehen. Ich muss doch den Raum noch angucken hier. Ja, aber du folgst ja schon der Spur. Du gehst nicht in Nebenräume. Ach so, okay. Du meinst, ich muss hier hingehen? Ich weiß nicht, ob du es musst. Okay. Ich habe nichts zum Kerzen anmachen. Wir machen das bei uns übrigens so, dass wir immer 30 Minuten Folgen von dem Spiel jetzt hochladen und nicht wie sonst 15 Minuten. Wahrscheinlich, weil bei dem Spiel Tempo sonst auch nichts passiert. Mann, ich versuch's ja schon spannend zu machen. Das ist ein Ritter. Mhm. Das ist ganz schön ruckelig, ne? So wie du spielst? Ja. Ja. Oh nein, Schränke. Da ist eine Tür aufgegangen, oder? Echt? Scheiße. Halte die linke Maustaste gedrückt und bewege Maus um die Tür zu. So macht keiner Türen auf, außer ich, ne? Oh Gott, aber ich will mich nicht... Hast du jetzt da reingeguckt? Ich will mich nicht mit dem Rücken dazu drehen, Mann. Da ist was. Das kannst du aufnehmen da unten, das leuchtet. Mit Zunderbüchsen kannst du Kerzen oder andere Lichtquellen in deiner Umgebung entzünden. Die aktuelle Anzahl der Zunderbüchsen ist im Bestand angezeigt. Tabulator. Drück mal Tabulator. Was ist Tabulator? Tabulator ist das mit den zwei Pfeilen. Okay. Oh Gott, das ist mir viel zu viel. Geistiger Zustand ist glasklar, körperlicher Zustand ist gut und wir haben eine Zunderbüchse. Oh Gott, das ist ja die Hölle. Wie soll man sich das alles merken? So, das ist noch ein Schrank, den wir aufmachen können. Oh, hier ist eine Spur. Oh, da ist noch was drin. Noch eine Zunderbüchse. Das ist aber auch ein ganz schön trauriger Schrank. Da ist nur ein Besen drin. Oder ist das ein Besen? Das ist ein Besen, oder? Jetzt probier mal das mit der rechten Maustaste, ob du dann was wirfst. Wenn du die drückst. Aha. Das müssen wir bestimmt später machen. Das ist jetzt meine Waffe. Okay, dann gucken wir da, wo die Tür aufgegangen ist. Oh Gott. Wir gucken uns erstmal alles an, wo nicht die Spur hinführt. Da ist die Tür zugehauen. Fuck. Mann, diese neumodischen Spiele. Oh Gott. Das sind ja Vorhänge. Ich hasse es, an Vorhängen vorbeizugehen. Kannst du den Besen in den Ofen reinmachen und das... Das mache ich nicht. Ich muss den als Waffe behalten. Das ist noch was auf dem Tisch, glaube ich. Das ist aus wie eine Zunderbüchse. Was denn? Echt? Das ist auch eine ganz gute Waffe eigentlich, ne? Nimm die Zunderbüchse. Schmeiß die mal gegen die Wand. Platzt die dann? Du platzt bestimmt, Markus. Aber ich brauch die jetzt Waffe. Ist hier noch was? Nee, ne? Ich sehe nichts. Ist alles dunkel, ne? Wenn das dunkel ist, ist da nichts, ne? Hoffen wir es mal. Es wäre doof, wenn wir jetzt was übersehen, gleich am Anfang des Spiels. Soll ich hier lang gehen oder zu der großen Tür? Die große Tür geht eh nicht auf, oder? Ja, versuch's mal. Vielleicht geht die auf. Die große oder die? Die große. Jetzt werf die Flasche endlich weg, weil das sieht so bescheuert aus. Nein. Mit meinem Backs bin ich sicher. Links. Oh Gott! Was? Was war das? Weiß ich nicht. War das ein Geräusch irgendwie? Jetzt geht ja gar nichts mehr. Nee. Bin ich drin oder draußen? Was? Was? Wo ist meine Flasche? Jetzt lass die Flasche da. Jetzt geh weiter. Wir sind jetzt schon 10 Minuten und wir sind immer noch im Eingangsbereich. Ja. Ich brauch die. Besser für meine Nerven.
Der läuft ganz schön langsam, ne? Kannst du vielleicht die Shift-Taste drücken oder sowas? Ich kann hüpfen! Ha! Was ich nicht alles kann. Das heißt, der... Ach, wenn ich hüpfen kann, ne, dann muss ich auch hüpfen, ne? Das kann gut sein. Ja, ich glaube, Flasche halten und Tür aufmachen geht im Spiel nicht. Scheiße. Dann halt nicht. Oh. Aufdrücken. Oh, ich hab's jetzt aus. Wo geht's jetzt hier lang? Du kannst ja die Türen am besten immer hinter dir zumachen. So. Ja, meinst du das so logisch? Ja, vielleicht jagt dich ja gleich was. Der hat doch was vom Schatten erzählt. Der kommt gleich. Der war im Eingangsbereich und kommt dich holen. Oh nein, Markus. Ich glaube, wir sollten die sparen, wenn wir sehen können. Ja, du hast gesagt, ein Schatten kommt. Okay. Oh, scheiße. Ah, was ist das? Warst das nicht einfach du? Das war ich nicht. Jetzt geh weiter. Warum ist das hier überall so ein Rauch? Wo kommt der? Kommt der von oben? Wo kommt der oh her? Mann! Ich hasse Schatten sowieso ganz allgemein gesehen. Ah, was war das? Was ist das? Was? Was? Ich weiß nicht, was. Oh Gott, was ist das? Ich geboren! Ist das so eine Panikattacke jetzt quasi? Ja! Hier lang? Ja. Okay. Ich bin mutig. Okay. Was ist hier passiert? Es ist ganz oh schön. Gott, die Tür geht auf. Oh Gott, kommt da einer? Ja, hoffentlich nicht, weil ich kann ja nichts machen. Okay, dann guck mal, ist er... Das war aber da auch alles so. Ja, aber da ist doch jetzt gerade nichts. Guck mal, ob da was drin ist in der Tür. Ja, okay. Guck mal, da ist ein... Ist das ein Bild? Da ist schon wieder derselbe Besen. Ein Besen? Ja, lass den Besen da bitte liegen. Ich hätte den ganz gerne. Guck mal, hinten ist da vielleicht in den Regalen noch hinten was. Wir müssen einfach gucken. Oh, Markus, es ist doch dunkel. Da, siehst du, da liegt was drin. Ich hab's doch gesagt. Jetzt hör auf. Oh, der sieht... Was ist das denn für ein komischer Sinn? Geistiger Zustand. Leichte Kopfschmerzen, das hab ich mir gedacht, ey. So. Ich glaub... So sieht das nämlich auch aus. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt gerade in so einem dunklen Raum. Wir haben das extra so stimmungsvoll hergerichtet. Und weil Anna mit der Tastatur noch nicht so ganz klarkommt, guckt sie jetzt immer ganz intensiv, wo die Tabulator-Taste ist, wenn sie ins Menü gehen will. Ich glaube, das wird später noch zu Problemen führen. Da vorne ist ein Schrank, da könntest du auch reingucken. Okay, geh mal zu dem Schrank. Vielleicht springt da ein Monster raus. Also ganz ehrlich, Regalbretter hätten die sich hier schon gönnen können, ne? Ich meine, so ein trauriges Hemd, was da drinnen liegt. Hinter dir, Tür, da ist doch alles hell, da kannst du reingehen. Wo sie ja, die ist ja nur von alleine aufgegangen, ne, Markus? Das war der Wind aus den nicht vorhandenen Fenstern hier. Holy fuck it! Oh, scheiße. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Da geh schnell wieder raus, oder? Oder ist hier was drinne? Willst du nicht gucken? Muss ich gucken? Ja. Da ist ein Stuhl. Einmal schnell durchlaufen nur. Einmal schnell durchlaufen. Soll ich die anmachen? Nein. Wenn da nichts ist, dann ist das ja verschwendet. Ich glaube, hier ist nichts drin. Einfach wieder raus. Siehst du, bist nur leicht bescheuert geworden. Oh Gott. Jetzt lass uns da mal weiter runtergehen. Ja, natürlich. Folgen wir der Rosenspur. Ich dachte, es ist Flüssigkeit. Ach so. Das ist, wenn wir ins Rosenbüro. Wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn für ein komisches Schloss? Kannst du mal hochgucken? Hier ist irgendwie alles umgefallen. Ist es von oben gekommen, oder? Ist auf jeden Fall scheinbar noch hell draußen. Ja, gehen wir doch in die rote, dunkle Tür.
Ja, dann machen wir das doch. Okay. Alte Archive. War das gerade so ein Freudensprung? Markus, ein speichert Geschenk, der automatisch. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau der, wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Okay. Ich habe mich in einem Satz zweimal verlesen. Das macht nichts, Markus. Das war ja wie ein Gedicht. Das ist ein Buch. Ja, mehrere. Das, von da komme ich, ne? Da kommst du her, ja. Okay. Jetzt machen wir hier ein bisschen... Kannst du das werfen? Ja. Top. Ja, lass uns mal weitergehen. Beunruhigende Ereignisse verschlechtern deinen geistigen Zustand. Wind, der aus dem Nichts kommt. Was ist das? Was denn? Da war was. Kann ich eine Kerze anmachen, Marco? Ja, okay. Okay. Wo ist was? Da war Rauch. Ist doch alles da gut. Da ist Rauch. Da siehst du das nicht. Das war Rauch. Soll ich da runter? Ja. Okay. Hier ist doch... Was ist das für ein Geräusch? Ist das das Wasser? Das Tropfen ist Wasser, Maki. Guck mal hoch. Wo kommt das denn her? Holy shit, was ist das? Was? Wo kommen die denn auf einmal her? Das weiß ich nicht. Jetzt ist alles anders, oder? Findest du hier irgendwelche Sachen? Liegt hier irgendwas? Ich sehe hier nichts. Die Dinger sind wieder weg. Wo muss ich hin? Ist eine Idee? Erst, Anna, du musst in den Räumen hier auch gucken, ob da irgendwelche Sachen in den Regalen liegen. Geh da mal jetzt näher ran. Das sind zwei Dinger hier, diese Zunderbüchsen. Die müssen wir, glaube ich, sammeln. Die sind hier ziemlich viel verteilt und das kann nicht schaden, die zu haben. Hier ist nichts drin. Ja, gehen wir weiter. Da ist auch nichts. Das haben wir alle schon hier angeguckt. Fertig? In dem umgeworfenen Regal haben wir noch nicht geguckt, ob da was ist. Sieht aber nicht so aus. Nee, dann können wir weiter. Ich mag halt nicht so nah da rangehen, Markus. Passiert was. Wo muss ich denn jetzt lang? Jetzt rechts. Wir kamen von links. Was war das denn? Was? Dieses Geräusch, dieses Stöhnen. Oh Gott, das war kein Stöhnen. Das auch nicht? Nein. Da drinnen. Da müssen wir hin, ne? Das ist echt gruselig. Was machen die ganzen Bücher denn hier? Das sind doch die alten Archive. Ja, stimmt. Oh, fuck, das ist eine Sackgasse. Das heißt, jetzt kommt was, ne? Was war das? Was ist da? War das eine Tür? Waren das mehrere Türen? Was passiert hier? Hier ist ein Sturm. Hier ist ein Sturm. Nein, nein, nein! Nein. Umgucken. Ich soll das einfach... Da ist... Was ist das? Eine Laterne. Du hast die Laterne aufgehoben. Ich kann das nicht lesen, mein Fest. Ist sie mit Öl gefüllt, kannst du sie mit F oder einem Doppelklick auf das entsprechende Symbol im Bestand entzünden. Tabulator. Drück mal F. Wo kam das denn jetzt wieder her? Was, das Geräusch? Ja. Markus, ich habe gerade Licht. Ja, aber ich glaube... Aber ich glaube... Kann ich sie mit F auch wieder wegtun? Mach mal Tabulator. Ja. Siehst du da unten? Ich glaube unter den Zunderbüchsen. Was ist das da? Viele Laternen. Flamme erlischt die Flamme, kann die Laterne nicht mehr benutzt werden. Ach so. Das heißt, wir haben sozusagen nur eine begrenzte Anzahl, wie oft lange wir die benutzen können. Okay. Also nur dann, wenn es wirklich dunkel ist. Hier siehst du auch nichts, ne? Nee. Okay. Ich glaube, da drinnen brauchen wir die jetzt, weil das ist stockduster. Ja, ne? Also, renne ich jetzt los. Mhm. So, einmal aufmachen. Oh, diese Geräusche machen mich fertig. Wo kommt das denn her? Oh,
mit der Kronleuchte. Ja. Aber Anna, nicht zu schnell, wir müssen in die Regale gucken, nicht, dass wir was verpassen. Und dann hinterher dann dastehen und wir haben keine Zunderbüchsen und, weiß ich nicht, keine Laterne mehr. Und alles ist Mist. Ich weiß ja, Markus, ich weiß. Ja, dann guck doch mal die anderen zwei, die hinter uns sind. Ich stell mir gerade vor, wie... Ich stell mir gerade vor, wie Anna das hier mit sowas wie Oculus Rift Markus, oder so Markus, mal eben schnell, soll ich die Kerze anmachen und dafür die Ja, Dings mach weg? Das mal, mach das mal. So, hier ist nichts drin. Haben hier wir geguckt. Hier ist aber ein Schrank. Ja. Irgendwann springt da was raus, glaube ich. Das ist so lustig, Markus. Das ist so lustig. Ich lache nicht tot. Ist da was drin? In dem Regal? Nee, das sind nur Bücher. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, ich mag ja 3D nicht, ne? Ja, Anna ist noch so ein bisschen in den 90ern hängen geblieben, deswegen spielen wir sonst nur 2D-Spiele. Oh, was ist das? Oh, da sind ganz viele Sachen zum Aufheben. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Oh Gott! Oh Mann. Der hat an sich selbst Notizen geschrieben. Alter, also, Markus. Der ist was. Ich glaube, diese leuchtenden Sachen, die können wir immer tatsächlich aufheben. Also, Markus. Ja. Du kannst jetzt, genau, wenn du jetzt Tabulator drückst, dann kannst du jetzt wahrscheinlich dieses Öl benutzen, um das da aufzufüllen, was wir benutzt haben. Ja. Da oben? Drück da mal drauf. Und dann, ja. Aha, so können wir es also sozusagen immer, ja, refreshen. Also Markus, ja. Lass mal kurz zusammenfassen. Wir müssen jemanden umbringen. Wir hinterlassen an uns selbst Notizen, richtig? Ja. Wir können ja wieder J drücken für Dlorne, also für Dlornal. Ja, wir lassen es einfach. Markus, ich schmeiß nicht über den Leser. Ich durchsuche hier gerade die. Oh, was ist das denn da alles? Scherben. Und nichts Besonderes. Okay. Hier ist nichts weiter, ne? Ich muss raus, ne? Ja, scheinbar. Ging jetzt hin? In den Keller soll ich gehen, ne? Ja. Oh ja, das ist klug, Mann. Oder haben wir da irgendwie was übersehen eben? Aber hier war doch nichts, oder? Nee, eigentlich nicht. Markus, weiß ich nicht. Jetzt geh nochmal zurück. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen in dem Raum eben. Ja. Okay. Soll ich da nochmal raufgehen? Ja. Notizen. Achso, das sind sozusagen die Sachen, die wir aufgehoben haben. Tagebücher. Mementos. Keine Mementos vorhanden. Und Tagebücher? Keine Tagebücher. Ja. Okay, dann machen wir zurück alles. Okay. Die Menü-Navigation ist nicht so deins, ne?
Nein. Geh nochmal da raus. Guck mal, ob da vielleicht links irgendwas ist. Also, hier wieder raus. Zurück. Nein, dann. Da wo du hinzeigst. Wenn ich sage da raus, dann meine hier? Ich da, wo du hinzeigst, ja. Und dann links ist da was? Nee. Und da vorne kamen wir ja her. Da war ja sonst nichts. Ich glaub nicht. Geh nochmal dahin, wo wir eben herkamen. Vielleicht ist in dem Raum, vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Okay. Genau, da durch. Das ist so unangenehm. Ja. So, jetzt rechts. Und da runter, da ist die Tür. Da waren wir jetzt eben. So, wir haben jetzt hier irgendwas übersehen. Kannst du dir noch irgendwie eine Lampe extra anmachen irgendwo? Nee. Hier ist nichts. Geh mal da vorne zu den Scherben. Die sahen so komisch aus. Warum sind da Scherben? Kannst du die irgendwie aufnehmen? Und irgendwo hin tun? Da kam... Nee. Blut! Kannst du mit den Scherben irgendwas machen? Oder ist hinter den Kisten da was versteckt? Nee, ich glaube nicht. Okay, geh nochmal darüber eben. Was ist denn das da in der Mitte? Ein Hebel, drück den mal. Und nach unten. Oh. Aha. Ein Geheimgang. Jetzt kannst du die Laterne ausmachen, glaube ich. Eingangshalle. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tue ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sein Opfer mit einem Stein. Oh Gott. Um zu laufen, halte die Shift-Taste gedrückt. Was? Shift? Was ist das? Siehst du hier? Ja. Warum muss ich denn laufen? Wahrscheinlich, wenn irgendwas passiert. Oh, ich hasse Laufen. Okay. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also da ist... Im Keller sollen wir, ne? Dann gehe ich erstmal nach oben. Oh Gott! Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? Markus, wo soll ich hin? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Das heißt also, wir haben jetzt immer so Flashbacks, wenn wir uns an Sachen erinnern, die wir früher hier erlebt haben. Ah. Und offenbar waren wir früher mit diesem... War das der Exander eben? Mit dem waren wir auf jeden Fall irgendwie befreundet. Aber jetzt wollen wir ihn umbringen. Warum? Wissen wir nicht. Markus? Ja? Es ist für eine gute Entscheidung, hier lang zu gehen. Ich weiß nicht. Wir sollen noch in den Keller, dachte ich. Ja. Kannst du da vorne die Bretter abziehen von der Tür? Kannst du die Tür aufmachen? Lässt sich nicht bewegen. Was ist denn da, Was ist denn da vorne, wenn du jetzt hier rechts gehst? Die lange Halle sozusagen. Sind hier in den Regalen vielleicht irgendwelche Zunderbüchsen oder Öl oder sowas? Müssen wir eben gucken. Oh Gott, die Maus, ey. Die Tastatur, es ist die Hölle. Oh. Da siehst du, da ist eine Zunderbüchse. Gucken wir mal weiter. Ist das dasselbe Tor, wo wir vorne auf der anderen Seite... Was war das für ein Geräusch? Markus, da war kein Geräusch. Ich habe kein Geräusch gehört. Es gibt ist das dieselbe Tür, wo wir vorne auf der anderen Seite waren? Was ist denn das? Alles klar. Ist logisch. Ist das Schleim? Also ich würde sagen, als nächstes gehen wir in den Keller. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt tatsächlich mit 30 Minuten schon durch. Wie die Zeit vergeht, Anna. Oh Gott, dann bleib mal hier stehen. Dann machen wir jetzt ein kleines Päuschen und gleich geht's weiter. Okay. Bis dann, ciao. Tschüss.